Sie alle kennen sicherlich den Begriff TINA, There is no alternative. Meint, es gibt keine Alternativen zu Aktien. Und ja, in den letzten Jahren, da haben die Notenbanken massiv Liquidität ins System gepumpt. Alles ist gestiegen, auch die Dinge, die fundamental wenig zu bieten haben. Absurde Bewertungen teilweise, die sich allerdings in vielen Bereichen schon doch ziemlich stark korrigiert haben. Wenn man etwa mal unprofitable Tech-Unternehmen anschaut, wenn man sich meine zweitbeste Freundin Cathie Wood mit ihrem ARK K anschaut, da ist also schon vieles kaputt gegangen. Wir haben jetzt eben eine veränderte Situation. Viele Notenbanken haben bereits die Zinsen angehoben, reagieren auf diesen monetären Klimawandel oder zeigen damit einen monetären Klimawandel an. Allen voran jetzt auch die Fed, die klar gemacht hat, Bilanzsumme wird reduziert, Zinsen werden angehoben. Und damit ist ein neues Spiel. Damit ist die Frage, ob dieses Prinzip TINA, there is no alternative, noch gelten kann, weil jetzt eben die Anleiherenditen steigen und damit eine echte Alternative zu Aktien gegeben ist. Zumindest zu manchen Aktien, die viel Hoffnung, aber wenig Substanz haben. Dazu gleich mehr. Aber kommen wir zunächst mal zu den heutigen US-Arbeitsmarktdaten. Und die waren ja in der Headline erstmal ziemlich schlecht. Also um und bei 200.000 Stellen, 440 waren erwartet worden. Ziemlich mies, könnte man sagen. Aber, wenn man sich diesen Arbeitsmarktbericht anschaut, dann dürfte der erst recht die Fed bestätigen in ihrer hawkischen Wende, in ihrem monetären Klimawandel. Warum will ich Ihnen hier zeigen? Da ist nämlich zunächst mal der Fakt, dass die Stundenlöhne deutlich stärker gestiegen sind als erwartet, mit 0,6% zum Vormonat und 4,7% statt 4,2% zum Vorjahresmonat, also Lohndruck an allen Fronten. Und das ist eben jetzt die groteske Situation. Für die Arbeitnehmer ist das gut, wenn die Löhne steigen, aber sie brauchen das auch, weil die Inflation ja viel höher ist als oder viel stärker gestiegen ist, als ihre Löhne gestiegen sind. Das heißt, die Leute verlieren Kaufkraft und das ist schlecht in einer Wirtschaft, die eben auf Konsum angewiesen ist. Für die Unternehmen wiederum ist das schlecht, denn diese höheren Kosten durch die höheren Löhne, die fressen natürlich in die Marge rein, was die Unternehmen dann teilweise zwingt, eben weiter die Preise anzuheben, um die gestiegenen Löhne bezahlen zu können. Und damit haben wir diese wunderbare Lohnpreisspirale, von der man immer wieder ja in den letzten Jahrzehnten gehört hat, etwa zuletzt besonders in den 1970er Jahren. Schauen wir uns die US-Arbeitsmarktdaten nochmal genau an. Wir haben jetzt keinen Monat seit April, wo diese Löhne nicht um mindestens 0,4% gestiegen wären. Und wir sehen hier unten in der Grafik die Entwicklung zwischen den offenen Stellen, JOLTS, und der offiziellen Arbeitslosenquote in den USA. Und wir sehen, dass etwa 3 Millionen mehr offene Stellen vorhanden sind als eben offiziell Arbeitslose. Diese Differenz hat sich heute nochmal versteilt, wenn man so will, denn wir sehen, dass die Arbeitslosenquote auf 3,9% gesunken ist. Von zuvor 4,2%. Wir haben also die scheinbar paradoxe Situation, dass also weniger Stellen geschaffen wurden, gleichzeitig aber die Arbeitslosenquote gesunken ist. Was ist da los? Was ist da passiert? Wir müssen wissen, dass eben die Berechnung der Arbeitslosenquote wie auch die Ermittlung der neuen Stellen auf zwei völlig unterschiedlichen Umfragen basiert. Die Arbeitslosenquote etwa, da laufen teilweise wirklich Leute von Tür zu Tür und fragen, sag mal, hast du einen Job oder hast du keinen Job? Hast du einen Job bekommen oder hast du einen Job verloren? Diese Umfrage ist jetzt zuletzt verstärkt mit Telefon durchgeführt worden wegen Corona. Also man sieht, es gibt noch ein paar antiquierte analoge Berufe, wo Leute wirklich an die Tür klingeln. Jedenfalls sehen wir, dass nach dieser Umfrage, die die Arbeitslosenquote ermittelt, 651.000 Stellen geschaffen worden wären. Das passt also nicht zusammen. Wahrscheinlich ist es so, so kann man sich vorstellen, dass schlichtweg die Unternehmen zwar jeden Lumpi einstellen wollen, wahnsinnigen Bedarf an Arbeitskräften haben, aber schlichtweg zu wenig Arbeitskräfte da sind, auch weil derzeit eben viele etwa in Quarantäne sind. Man hört von manchen Betrieben 20% der Mitarbeiter in Quarantäne in den USA. Dazu haben 3,1 Millionen Personen gesagt, dass sie nicht zur Arbeit gehen konnten, weil ihr Employer eben geschlossen hat.
oder eben pleite gegangen ist aufgrund der Pandemie. Wir werden wahrscheinlich dann, da die Daten so um Mitte Dezember ermittelt wurden aufgrund von Omikron, dann ziemlich schwache Arbeitsmarktdaten im Januar erleben, also die Januardaten, die dann Anfang Februar veröffentlicht werden. Aber es ändert nichts daran, der Arbeitsmarkt ist heiß, der Arbeitsmarkt ist faktisch in einer Vollbeschäftigung. Wer will, der kann auch in der Regel arbeiten in den USA, und das gilt vielleicht in leicht abgeschwächter Form auch für Deutschland. Dazu kommt, wenn wir uns die Arbeitsmarktdaten nochmal anschauen, dass das Bureau of Labor Statistics mal eben 500.000 Stellen in den letzten zwei Monaten irgendwie gestrichen hat durch die sogenannten Seasonal Adjustments. Das ist eh eine Geschichte, die gehört abgeschafft. Damit kann ich die Zahlen so hindrehen, wie ich will. Also diese saisonalen Adjustierungen, das macht nach meiner Auffassung weder statistisch noch intellektuell irgendwie Sinn, das so zu machen. Die Unemployment Rate, die eben weitergefallen ist, die erzählt wahrscheinlich die wirkliche Geschichte. Wir hatten ja am Mittwoch den ADP-Arbeitsmarktbericht und viele schimpfen dann und sagen, ah, ADP lag mal wieder daneben. Das Gegenteil ist der Fall. ADP hat mehr Recht als die offiziellen Daten, weil diese offiziellen Daten durch diese statistischen Voodoo-Künste wie Seasonal Adjustments einfach so verzerrt sind, dass darauf kein Verlass ist. Wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, dass die Daten der letzten beiden Monate wieder ziemlich signifikant nach oben revidiert wurden. Wahrscheinlich wird das dann auch im Dezember passieren, also wenn im nächsten Monat die Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden, wird wahrscheinlich der Dezember auch wieder nach oben korrigiert. Also das ist schon sehr, sehr fragwürdig, dass diese Zahlen so wichtig für die Börse sind, wenngleich auch diese Arbeitsmarktdaten jetzt nicht mehr die absolute Top-Priorität sind für die Märkte, sondern das sind die Inflationsdaten, weil die Fed darauf reagieren muss. Schauen wir uns nochmal das Jahr 2021 an, wie Heather Long hier schreibt, da wurden 6,4 Millionen Stellen geschaffen. Das ist so viel wie noch nie seit den 1970er Jahren. Natürlich sind da vorher extrem viele weggefallen in der Pandemie. Wir sehen hier diese rote Grafik, die ganz nach unten geht, aber wie steil die wieder nach oben geht. Da ist also die Erholung angesichts dieses tiefen Einschnitts doch sehr, sehr schnell passiert. Wenn wir uns hier mal die 2007er Rezession, also Finanzkrisenrezession anschauen, da hat das sehr, sehr lange gedauert, bis da irgendwie eine Drehung reinkam. Also das ging diesmal deutlich schneller. Aber kommen wir zurück zu meiner Freundin Tina. There is no alternative. Hier sehen wir mal die 10-jährige Anleiherendite. Es geht weiter nach oben. Wir waren heute in der Spitze bei 1,80% für die 10-jährige. Und wir haben eine Inflation von 6,8% und wir haben eine Arbeitslosenquote von 3,9%. Und das letzte Mal, als die Fed die Zinsen begann anzuheben, das war im Dezember 2015, da hatten wir eine Arbeitslosenquote von 5,0%, also mehr als derzeit, und eine Inflation, eine CPI, eine Verbraucherpreisinflation von 0,64%. Jetzt haben wir 6,8%. Also das zeigt so ein bisschen, wie weit die Fed hinter der Kurve ist. Sie hat versäumt zu bremsen und muss jetzt nachholen. Wir sehen jetzt in den Fed Farm Futures eine 90% Wahrscheinlichkeit auch nach den US-Arbeitsmarktdaten für eine Zinsanhebung im März. Und hier hatte ein Regierungssprecher gesagt, der Präsident Biden is focused on bringing inflation down. Ja, das ist eben jetzt ein politisches Ziel. Es ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich, dass Jerome Powell uns im Grunde das ganze Jahr 2021 erzählt hat, Inflation kein Problem, transitory. Und kaum wurde er neu nominiert nach einem Gespräch mit Biden, hat er gesagt, vergesst alles, was ich gesagt habe. Ich meine jetzt das Gegenteil, Inflation ist die Top-Priorität. Und hier schreibt jetzt der Sven Hendrik, angesichts dieses Wandels, der da passiert ist, ist nämlich diese steigenden Renditen, hier sehen wir unten einen Chart, dass die eigentlich jetzt ausgebrochen sind nach oben, dass diese steigenden Renditen eben jetzt dieses entire China dependent liquidity and cheap money manufactured construct is coming under fire. Also da ist diese ganze Voraussetzung für Tina, da gibt es keine Alternative zu Aktien, die ist jetzt in Frage gestellt eben, indem es wieder Renditen gibt, indem die Notenbanken umsteuern und Liquidität absehbar sogar entziehen werden den Märkten. Eigentlich ein Zusammenhang, der gut verstehbar ist. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel auch mal die 10-jährige Rendite, die, wie gesagt, ja heute noch ein bisschen weiter gestiegen ist. Der Chart ist von gestern Abend. Die liegt schon sehr deutlich über die Dividendenrendite im S&P 500. Nehmen wir mal an, die Aktien im S&P 500 würden sich überhaupt nicht bewegen, würden also weder steigen noch fallen, sondern immer gleich bleiben. Dann würde man als Anleger ja nur die Dividende verdienen. Und jetzt ist also die Rendite für die 10-jährige US-Anleihe deutlich höher als diese Dividendenrendite. Das gab es zuletzt im Jahr 2019. Jetzt ist ja vor allem der Tech-Sektor ein großer Profiteur gewesen von diesem TINA-Prinzip.
unprofitable Tech-Unternehmen, Bewertungen wie von einer Tesla, die jenseits schon to the moon sind, wenn man so will. Jedenfalls sehen wir, dass jetzt möglicherweise wir eben vor einer Rotation, einer größeren übergeordneten Rotation rein in Value stehen. Und das könnte schlecht für die Indizes sein. Die Indizes halten sich ja noch in der Nähe der Allzeithochs, obwohl so viele Aktien so viele Probleme haben. Es sind ja die meisten Aktien im Bärenmarkt, aber die Apples, die generelle, halten das ja oben. Warum? Weil die eben aus diesem Information Technology Sektor kommen im S&P 500 und der hat eine Gewichtung von 27,6%. Dann kommt lange gar nichts, dann kommt Healthcare mit 13,5, Consumer Discretionary mit 12,7, da zählt eine Tesla etwa dazu, zu diesen 12,7%, dann Finanzen, Industriewerte, ganz unten Real Estate und vor allem Energy mit einer Bewertung von 2,3%. Und jetzt raten Sie mal, was am besten gelaufen ist seit Jahresbeginn: Energy. Also das ist allerdings etwas, was dem Index nicht viel bringt, weil es kaum eine Gewichtung hat. Die Aktien aus dem Energiesektor spielen faktisch keine Rolle mehr. Und wenn wir uns das mal anschauen, was hier die Financial Times schreibt, die sagt nämlich, alle strukturellen Bärenmärkte in den USA haben damit begonnen, dass der S&P 500 signifikant überbewertet war im Vergleich zum Bereich Energie. Das war 1912, 29, 68 und 2000 der Fall. Wir sehen, in der Finanzkrise war Energie noch gleichgewichtet mit diesem ganzen Technologiesektor. Na klar, der hat natürlich eine steigende Bedeutung auch gehabt. Insofern ist das, hat das ja schon einen gewissen Grund, dass Technologie dann höher bewertet worden ist. Aber ob Energie wirklich so unwichtig ist, wie es hier in diesem Chart erscheint, das sei mal dahingestellt, weil wir jetzt eben angesichts einer Explosion von Gaspreisen, Strompreisen, auch sehr hohen Benzinpreisen feststellen, dass Energie eben doch nach wie vor sehr, sehr wichtig ist. Und jetzt eben dieser inflationäre Druck durch Dekarbonisierung, also diese Hinwendung zur grünen Energie, die allerdings sehr teuer wird, was man meistens weglässt, uns zu erzählen, durch Demografie, indem eben immer mehr Babyboomer in Rente gehen, dadurch werden Arbeitskräfte knapp, Lohnpreisspirale und eben diesen Faktoren, die da jetzt eine Rolle spielen, immer mehr strukturell in Richtung Inflation deuten und vor allem in Richtung steigender Energiepreise deuten, übergeordnet. Das ist einfach ein Riesenfaktor, der da eine Rolle spielen wird. Wenn wir bei den Aktienmärkten bleiben, dann sehen wir hier mal das saisonale Muster in Midterm-Election-Jahren, also wie derzeit, im November ja die Midterms. Wir sehen, da könnte jetzt so eine Phase, vielleicht sogar bis Ende Februar, eines Seitwärtsmarktes eintreten. Würde ich uns nicht wünschen, denn das sind meistens relativ langweilige Phasen. Dann wird es nochmal ein bisschen bullischer, dann kommen normalerweise ganz gute Zahlen aus der Berichtssaison und dann bis Ende September wird es schwieriger. Aber wir schauen uns mal die Wirtschaft an in den USA und da ist das Potenzial ja schon da, dass da eine gewisse Abkühlung kommt. Schlichtweg, weil man ja durch diese massive Ausschüttung von Liquidität, Helikoptergeld, hat man natürlich den Konsum der Zukunft schon in die Gegenwart vorgezogen. Irgendwann können die Leute gar nicht mehr konsumieren, als sie es ohnehin tun. Dann sind die Helikoptergelder aufgebraucht etc. Also hat man letztendlich den Konsum vorgezogen. Das ist so wie bei der Abwrackprämie. Das ist bei Autos damals gewesen. Kurzfristig wahnsinnige Belebung. Aber irgendwie sind dann natürlich alle eingedeckt und dann fehlt die Nachfrage hinten raus. Das könnte diesmal auch passieren, eben durch die massive Ausweitung der Geldmenge. Und das sehen wir auch in der Eurozone. Heute neueste Inflationsdaten, 5,0%, wieder mal deutlich höher als erwartet. Eigentlich ein Rückgang von 4,9 auf 4,7 erwartet, 5,0 ist es reingekommen. Das setzt natürlich die EZB unter Druck, die uns ja ständig erzählt, wie transitory die Inflation ist. Das letzte gallische Dorf in Sachen Inflation ist die EZB. Alleine es fehlt ihr der Zaubertrank. Jedenfalls sehen wir hier, Energie ist maßgeblich wieder der Treiber gewesen. Aber auch eben Nahrungspreise sind deutlich gestiegen. Das ist doch deutlich erkennbar, dass da auch jetzt wirklich auf breiter Front diese Inflation kommt. Das schreibt auch hier etwa die Commerzbank, dass man hier eben diese Kernrate mal berechnet ohne Energie und Nahrung. Da sind wir auch deutlich gestiegen. Gelb sehen wir, wie stark das hier nach oben geht. Und jetzt haben wir eine Regierung, die das Ganze natürlich noch ein bisschen verschärft. Dieses Problem so ein bisschen ignoriert, hat man das Gefühl. Wir haben auf der einen Seite Atomausstieg. Das ist etwas, was Energie verteuern wird. Geht nicht anders, wenn ich meine Backup-Systeme abschalte. Dann habe ich natürlich ein Thema, wenn mal der Wind nicht weht.
wenn ich den Mindestlohn erhöhe, was wahrscheinlich sinnvoll ist, aber eben auch inflationär ist, und dann Europas Schuldenregeln, dazu noch jetzt der Versuch, sozusagen Ramschpreise in Anführungszeichen, wie unser neuer Landwirtschaftsminister gesagt hat, Özdemir, das dürfte auch dazu führen, dass Lebensmittel teurer werden. Also so ein richtiges Bewusstsein für die Nöte der Bürger scheint hier nicht wirklich vorhanden zu sein, aber der Druck von der Straße kann kommen. Es muss nicht so krass sein wie in Kasachstan, aber da haben wir gesehen, dass die Leute irgendwann sagen, so, jetzt reicht's. Wenn wir uns die Sachen mit der Inflation nochmal anschauen und vor allem auf die Geldmenge beziehen, dann sagt hier ein Twitter-Kommentar, also es gibt ja gar keinen Zusammenhang zwischen der Ausweitung der Geldmenge und Inflation, außer dass dieser Zusammenhang besteht. Wir sehen hier etwa, die Amerikaner haben ihre Geldmenge um 13% gesteigert, haben jetzt auch die höchste Kerninflation, dann kommen der Briten, zweithöchste Kerninflation, weil sie am zweitmeisten ausgeschüttet haben. Dann kommt die EU, dritte, und am wenigsten Japan an vierter Stelle. Also vielleicht gibt es doch da einen Zusammenhang. Und hier eine Grafik hier zeigt, dass dieser Zusammenhang darin besteht, dass es meistens dann mit einer Verzögerung von 2 bis 3 Jahren zu dieser Inflation kommt. Jetzt scheint das der Fall zu sein. Wann haben wir diese massive Ausschüttung gehabt? Das war im Frühjahr 2020 begann das. Jetzt haben wir das Jahr 2022 und bums, haben wir eben diese Inflation. Und zumindest in Sachen Lieferengpässen in diesen so zentralen Bereichen, Chips etwa, da ist keine Entspannung zu sehen, entgegen vieler Anekdoten, die immer wieder gerne erzählt werden, aber eben nicht das Gesamtbild repräsentieren. Hier sehen wir einen neuen Chart hier, neue Daten aus dem Dezember, dass die Lieferzeiten für Chips jetzt auf einem neuen Allzeithoch sind. Also das sieht jetzt nicht so aus, als würden wir jetzt einen massiven Absturz der Inflation erleben. Na klar, nächstes Jahr haben wir dann den Herausfall der deutschen Mehrwertsteuersenkung bzw. Wiederanhebung dieser Mehrwertsteuer, aber übergeordnet bleiben die inflationären Kräfte. Die Fed muss dagegen agieren und sie wird damit dann sehr, sehr wahrscheinlich eine Rezession auslösen, also praktisch den Rückfall der Wirtschaft wieder in rezessionäre Tendenzen. Dazu ein Artikel heute auf Finanzmarktwelt mit einem Interview mit Jeff Gundlach, dem Bond King, einem der besten Köpfe der Wall Street. Das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken und wünsche jetzt ein wunderbares Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag und sage Servus und Ciao.